Und damit willkommen zurück beim Mittelerde Fight Club. Ja, heute kommen insgesamt 4 Folgen. Das ist die letzte Folge, die normalerweise gestern hätte kommen sollen. Und 3 normale Folgen. Einmal Game of Thrones, einmal Magic Duels und einmal The Pirates. Zu einer normalen halben Stunde. Weil ansonsten habe ich ja alle, die so gefehlt haben, nachgeholt. Ansonsten passt es. Bevor wir anfangen, möchte ich kurz den neuesten Abonnenten erwähnen, Nummer 34. Leider weiß ich noch nicht, wer es ist, deswegen kann ich den Namen nicht sagen. Wäre schön, wenn der oder die jeweilige ein oder vielleicht sogar mehrere Videos öffentlich teilen könnte, damit ich ihn dann in der Liste drin habe. Macht es für mich einfacher, einfach den Überblick behalten. Und auch für die Person ist es besser, weil ich dann besser auf die Kommentare eingehen kann. Aber ich wollte nochmal danken dafür. Es ist auf jeden Fall schön, dass noch ein Abonnent jetzt da ist. Und ich werde es auch später bei den anderen Projekten nochmal sagen. Ja, für diesen Mittelerde Fight Club habe ich einen Kampf rausgesucht, den wir bisher noch nie hatten. Noch nie so. Auch ein Kampf, der meiner Meinung nach sehr knapp ist. Und eine Konstellation hat, die wir bisher noch nie hatten. Außerdem zwar nicht so stattgefunden hat, aber durchaus es eine Orientierung dazu gibt, und zwar die Grauen Anfurten gegen die Korsaren von Umbar. Also ein Ort gegen ein Volk, etwas, was wir bisher einfach noch nicht hatten. Ja, wir fangen natürlich immer mit den jeweiligen Kontrahenten an und immer alphabetisch, das heißt erst mit den Grauen Anfurten. Die Grauen Anfurten sind wie gesagt ein Ort, es ist ein sehr wichtiger Hafen, im Nordwesten von Mittelerde, ungefähr, ich glaube 350 Kilometer entfernt von Hobbingen, glaube ich. Es ist der Hafen, der den Elben ermöglicht, dass sie nach Valinor segeln können von Mittelerde aus. Es ist ein sehr, also der Hafen hat im Grunde, er wurde im zweiten Zeitalter erbaut. Und hat im Grunde das zweite Zeitalter eingeläutet, weil nach dem ersten Zeitalter ist ja ein Großteil des Kontinents im Meer versunken. Von dem damaligen Mittelerde, wegen den Kriegen, die es so gab, wegen den Schlachten. Und es war eine Art Zufluchtsstätte, also ungefähr wie Bruchtal, bloß früher erbaut für die Elben, auch für die Numenora, die dann noch keine Numenora waren, sondern einfach Menschen. Die haben ja dieses Numenor geschenkt bekommen aus Dank, weil sie eben im ersten Zeitalter gegen Morgoth geholfen haben im Kampf. Ja, dort die bekannteste Figur dürfte Cerdan sein. Cerdan der Schiffbauer, ein sehr alter Elb. Meines Wissens der einzige Elb, der als mit Bart beschrieben wird. Und ein sehr mächtiger Elb, der Beinamen der Schiffbauer trägt er nicht umsonst. Er hat einige der mächtigsten Schiffe gebaut. Zum Beispiel das Schiff, was Erendil im Krieg des Zorns hatte, gegen die Drachen. Habe ich mal damals bei Ancalagon erwähnt. Ja, er hatte einen Ring, einen der 3 Elbenringe, Narya, den Ring des Feuers. Den Ring gibt er später Gandalf. Und er ist natürlich Mitglied des Weißen Rates gewesen. Ein sehr erfahrener Elb. Ich weiß jetzt nicht mit Sicherheit, ob er aus dem ersten Zeitalter schon geboren wurde, aber auf jeden Fall im frühen zweiten spätestens. Genau, viel ist über die Grauen Anfurten halt nicht bekannt. Es ist bekannt, dass es im zweiten Zeitalter ein Handelshafen war, ein sehr wichtiger, eben für die Numenora und für die Elben, die von dort den Kontinent verlassen haben. Leider ist er mit der Zeit verfallen. Zum einen aus dem Grund, weil Cerdan eben den Ring, den Elbenring an Gandalf weitergegeben hat. Weil die Ringe haben ja die Fähigkeit zu bewahren, die Landstriche. Zum anderen wegen Arnors Untergang. Angmar hatte ja Arnor erobert, obwohl es zerstört werden konnte, hat es ja es geschafft, Arnor zu vernichten. Und dadurch wurde auch eben die Grauen Anfurten, auf Elbisch heißt der Hafen Midlond, wurde unwichtiger einfach. Davor war er so eine Art Zentrum und danach war er einfach nur noch eine Zwischenstation für eben die Elben, die von dort den Kontinent verlassen haben.
Man kennt ja auch die Crown of Fortune aus dem Film. Das ist eben der Ort, wo am Ende Gandalf, Frodo, Bilbo und Elrond und Galadriel nach Westen segeln. Im Film ist es ja quasi nur eine Bucht in einem offenen Meer. Das ist so nicht der Fall. Es ist schon eine elbische Stadt. Wie gesagt, man kann es ja mit Bruchtal vergleichen. Auch so vom ungefähren Aufbau und Aussehen, soweit ich weiß. Es wird halt nur sehr grob beschrieben, leider. Ja, und das ist halt im dritten Zeitalter nicht mehr wichtig. Es ist ein Zufluchtsort für die Elben, um nach Valinor zu kommen. Deswegen ist er auch wichtig. Aber er war halt davor ein Handelshafen. Er war davor ein Hafen, wo sich viele Rat geholt haben. Gerade eben auch über die Seefahrt. Und lebten die ganzen Noldor im zweiten Zeitalter vor dem letzten Bündnis. Aber die meisten sind halt im letzten Bündnis umgekommen. Und das war ein weiterer Grund, warum der Hafen unwichtiger geworden ist. Ja, was ist bei ihm wichtig? Wie gesagt, Círdan lebt dort. Ein, wie gesagt, sehr erfahrener Elb, sehr alter Elb, ein hervorragender Schiffsbauer, teilweise Ringträger und ich glaube auch, also auf jeden Fall am meisten Rat tätig. Und ich glaube auch, zumindest im begrenzten Umfang, ja, was heißt Magier? Der Magie fähig, so wie bei Elrond mit der Heilkünsten zum Beispiel auch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das könnte auch ein Irrtum von mir jetzt sein. Ansonsten wurden halt die Elben immer weniger. Wie gesagt, es ist im Grunde nur ein Zwischenort immer gewesen. Das heißt, im dritten Zeitalter, wo ich jetzt von ausgehe, gab es dann nicht mehr viele Leute. Auf der anderen Seite sind die Khazaren. Das Ganze ist orientiert an Schlacht um Mittelerde 2. Einige werden sich erinnern. Sorry mit der Maus, dass die gerade wieder so oft Geräusche macht. Keine Ahnung, die nervt mich jetzt schon wieder eine ganze Weile. Einige werden sich erinnern an eben die böse Kampagne im Schlacht um Mittelerde 2. Ich glaube, es war die erste Mission oder eine der ersten Missionen, wo man eben mit einer Flotte die Crown of Fortune erobern muss. Und ja, das hat mich erst auf die Idee gebracht, nach dem Motto, geht das überhaupt? Kann man die so einfach einnehmen? Ist es möglich, so eine große Flotte da unbemerkt hinzubringen? Das war zu kurz zur Idee. Aber jetzt zu den Khazaren. Die Khazaren sind ein Seefahrervolk. Ursprünglich entstanden einmal aus schwarzen Numenorern, also Numenorern, die von Sauron verführt wurden, und Gondorianern. Da ging es um einen Erbstreit. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also es war noch in der Zeit der Könige, also noch in einer Hochzeit Gondors. Und es ging darum, dass, ich weiß leider jetzt nicht den Namen, einer der Könige gestorben ist und keinen Erben hinterlassen hat, also keinen Sohn, der sein Erbe antreten könnte. Und da gab es einmal seine Neffen. Dieser Neffe war ursprünglich kein Dúnedain, sondern einer der Nordmenschen, also so Tal, die Gegend. Und Castamir. Castamir weiß ich den Namen. Castamir war, glaube ich, sein Bruder. Ein sehr habgieriger Mensch, der meinte, ja, jetzt gibt es ja keine Elben, mir steht keinen Erben, mir steht der Thron zu. Aber das Gesetz schrieb vor, dass eben sein Neffe, also das kann man sich ungefähr wie ein Testament vorstellen. Er hat die Königsehre an seinen Neffen weitergegeben und dieser Castamir fand es natürlich gar nicht toll, logischerweise, und hat sehr viele andere Gondorianer aufgehetzt, von wegen, sie wollen nur das hohe numenorische Blut, sie wollen keine Verunreinigung mit niederen Menschen. Und dadurch kam es zu einem Erbkrieg. Letztendlich hat es diese Neffe, sorry, dass ich gerade die Namen nicht weiß, ich bin auch ein bisschen verpeilt, sieht man vielleicht im Moment, geschafft, Castamir zu bezwingen und ihm eben ja, nennen wir es mal, diese Königsehre zu entreißen, weil der natürlich sich zum König ausgerufen hat und natürlich meint, er hatte eben Anrecht darauf. Und ja, der hat eben Rache geschworen, er musste fliehen. Wurde eben von Sauron auch verführt und das sind im Grunde die Ursprünge der Khazaren. Also es sind halt einmal die schwarzen Numenorer, die quasi so Anführer waren, eben verführte Numenorer, Castamir auch.
und allgemein Menschen, wie zum Beispiel auch Haradrim oder auch eben Gondorianer, die gemeint haben, also die verführt wurden im Grunde, die gemeint haben, sie kriegen nicht das, was ihnen zusteht und dieses mit Gewalt holen wollten. Die Korsaren waren eine ernste Gefahr, auch wenn es leider kommen sie im Film und Buch kaum vor, aber sie sind eine ernste Bedrohung für Gondor schon immer gewesen. Sie waren halt Seefahrer, Piraten, Plünderer in der Richtung, haben immer wieder Hafenstädte geplündert, haben sich auch eine Weile in einer verschanzt in Pelagir, das ist eine sehr große Hafenstadt, und haben, ja, was heißt viel bewirkt? Viel bewirkt nicht, aber sie haben halt immer wieder so zermürbende Raubzüge gemacht, die Gondor arg geschwächt haben, gegen zum Beispiel andere Feinde wie die Haradrim oder wie die Ostlinge aus Rhun oder Kant. Sie waren Sauron loyal und ja, wie kann man sagen? Es gab ja eine Zeit, wo Aragorn in Gondor war unter Tarnung als Thorongil und einer seiner größten militärischen Erfolge war eben gegen die Korsaren. Er hat sich damit ein paar Männern eingeschlichen bei denen, hat dann ihre Schiffe in Brand gesteckt, den damaligen Anführer, wo man den Namen leider nicht kennt, getötet und hat damit das meiste der Flotte zerstört. Deswegen war eine Weile Ruhe. Aber im Ringkrieg wären sie wiedergekommen. Man sieht sie ja im Film in der Extended Edition. Und im Buch werden sie auch erwähnt. Und haben eine sehr, sehr große Flotte wieder aufgebaut. Im Grunde konnten sie nur bezwungen werden wegen der Armee der Toten. Im Film ist es ja anders. Weil im Film kommt die Armee der Toten ja noch bis Gondor mit, bis nach Minas Tirith zu den Pelennor-Feldern. Im Buch nicht. Im Buch ist wirklich die Abmachung, sie helfen Aragorn, die Schiffe zu befreien. Und dafür sieht er ihren Eid als erfüllt an. Und genau das haben sie gemacht. Dagegen konnten die Korsaren nichts machen, weil, wie man bei der Armee der Toten weiß, es sind halt Tote. Man kann sie nicht einfach so verletzen. Sie allein schon, ihre größte Waffe ist die Angst. Alles flieht vor denen. Und genau. Viel mehr kann man über die beiden Parteien leider nicht sagen, weil weder die Grauen Anfurten noch die Korsaren waren im Ringkrieg schon wichtig, aber sie haben keine tragende Rolle gespielt. Sie waren beide eher Nebenfiguren. Und die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, wie gesagt, könnten die Korsaren, wie jetzt zum Beispiel angenommen eben in Schlacht um Mittelerde 2, diesen letzten Hafen der Elben oder diesen letzten Rückzugshafen der Elben einnehmen? Ja, die Korsaren sind auf jeden Fall zahlenmäßig überlegen. Definitiv, es werden nicht viele Elben in den Grauen Anfurten gewesen sein. Vielleicht ein paar Handvoll, die eben Schiffe gebaut haben, die mit Rat und Tat versucht haben, den Reisenden beizustehen, eben unter der Führung von Sirdan. Aber es können nicht viele gewesen sein, weil allein schon deswegen, weil es einfach ein Abreisehafen ist. Ein Hafen ist, wo die Elben nur hinkommen, um bald wieder zu gehen, eben Richtung Valinor, Richtung Westen. Die Korsaren sind auf jeden Fall mehr, aber wir wissen es aus den Filmen, wir wissen es aus den Büchern, Elben sind körperlich, die meisten Rassen überlegen. Gerade im Bogenschießen zum Beispiel sind sie unerreicht. Sie haben eben eine bestimmte, ja, was heißt magische Begabung, eben so kleine Richtung Elfenzauber wie bei Galadriel, die eben ins Herz blicken kann, Elrond, der großartige Heiler, oder eben auch Sirdan, der eben die Fähigkeit hat, diese tollen Schiffe zu bauen. Ich behaupte, die Elben gewinnen. Warum? Wie gesagt, ja, die Korsaren sind mehr. Ja, die Korsaren sind auf jeden Fall erfahrener im Schiffskampf oder im Seekampf, weil sie das dauernd machen, während bei den Elben die werden auf jeden Fall nicht geübt sein. Das wird ein sich verteidigen sein, aber nicht mehr. Ich glaube trotzdem, dass die Elben gewinnen, weil erstens, ich glaube nicht, dass die Korsaren völlig überraschend da einfallen können. Im Schlacht um Mittelerde 2 wird halt davon ausgegangen, dass niemand das merkt, dass die Flotte da hochkommt. Wenn man sich aber die Karte von Mittelerde anschaut, von Umba bis zu den Grauen Anfurten, das ist sehr, sehr weit. Und selbst wenn man, also das ist sehr, sehr weit, und da zu denken, dass die komplett unauffällig von keinem bemerkt da durchfahren können, ist halt sehr unwahrscheinlich.
Vor allem, weil Schiffe sind ja vom Wetter abhängig. Das heißt, sie sind eingeschränkt in der Bewegung durch den Wind. Oder was heißt eingeschränkt? Sie sind halt auf den Wind angewiesen. Das ist der eine Grund. Also erstens, ich glaube, irgendwo würden die bemerkt. Spätestens so in der Nähe von Isengard oder in der Nähe vom, von Eriador. Apropos, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass Sauron im zweiten Zeitalter Eriador angegriffen hat. Gerade wegen den drei Ringen, weil er sie haben wollte. Er hat ja Eregon zerstört. Und mit seinen Heeren hat er es geschafft, die Elben bis zu den Grauen Furten zurückzudrängen. Aber sein Heer wurde zurückgeschlagen, weil sie eben die Hilfe der Numenora hatten. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist mir jetzt entfallen gerade. Genau, also spätestens in Eriador sollte die Flotte entdeckt werden, weil sie müsste viele Schiffe mitnehmen und die Kusan-Schiffe, die man aus dem Film kennt, waren auch nicht klein und unauffällig, sondern das waren schon relativ beeindruckende. Sorry, ich bin wirklich gerade genervt wegen der Maus. Ich weiß nicht, warum die gerade so rumzickt, tut mir echt leid. Ich hoffe, es lenkt nicht zu sehr ab. Und ich glaube, sie könnten nur auf jeden Fall siegen, wenn sie einen Überraschungseffekt haben. Und den haben sie eben meiner Meinung nach nicht, weil ich glaube, dass sie irgendwo bemerkt werden würden. Und selbst wenn, wir erinnern uns zurück, die Grauen Anfurten sind der letzte Hafen, den die Elben nutzen können, um nach Valinor zu kommen. Das heißt, sie werden diesen letzten Hafen verteidigen über alles. Erstens werden wahrscheinlich Unterstützung bekommen von zum Beispiel den Elben aus Bruchtal, von zum Beispiel auch den Dúnedain, also den Waldläufern, die noch in Mittelerde sind, die ja auch in Eriador hauptsächlich waren. Eventuell von Adlern, die aus Valinor kommen und diesen Zugang verteidigen wollen. Warum Adler? Naja, wir wissen, im dritten Zeitalter gab es in Mittelerde noch einige Adler und wir wissen, im ersten Zeitalter gab es ein Elbenkönigreich namens Gondolin, was von den Adlern verteidigt wurde. Und es ist deswegen durchaus denkbar, dass die dann auch helfen, diesen letzten Zugang zu halten. Das ist natürlich nicht sicher, aber es ist relativ wahrscheinlich. Und wir wissen ja, wie die Adler im Film so sind, gerade kämpferisch. Ich glaube halt, die Kursaren, sie mögen mehr sein, aber je mehr Zeit die Elben zur Vorbereitung haben, desto mehr Verstärkung werden sie kriegen. Und ich glaube, mit dieser Verstärkung können sie die Kursaren vielleicht nicht besiegen, aber zumindest aufhalten und zurückschlagen. Es ist wieder, wie gesagt, ich finde es sehr schwierig zu entscheiden, weil es sind beides Seemachten, die Kursaren aber mehr, einfach wegen der Gewöhnung, einfach wegen der Anzahl. Es kommt auf den Zeitpunkt an. Je schneller die Kursaren sind, desto besser sind für sie die Siegschancen aus. Und mit Überraschungseffekt, denke ich, haben sie den Sieg sicher. Aber ich tue ihnen diesen Überraschungseffekt eben nicht zutrauen, weil so eine große Flotte bleibt halt nicht unbemerkt. Der Weg ist sehr weit. Ich glaube, irgendwo würden die auffallen. Ja, das waren jetzt knapp 20 Minuten. Sorry, dass ich jetzt da ein bisschen mich kurz gefasst habe. Sorry, dass ich da jetzt so genervt bin, aber das liegt jetzt vor allem an der Maus und daran, dass ich heute relativ verplant bin. Aber ich wollte jetzt gleich den Mittelerde Fight Club machen, weil sonst hätte ich das wieder vergessen oder dann doch zeitlich nicht geschafft. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bin wie immer auf eure Meinung gespannt und danke natürlich fürs Zuschauen. Jetzt gerade ist es kurz vor 16:30 nachmittags. Das heißt, die drei Folgen werden dann am Abend wohl kommen. Aber ich schaue, dass ich heute alle hinkriege. Das mache ich mit Sicherheit. Und genau, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge von Mittelerde Fight Club, wenn ihr wollt. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.